Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales hier mit Nate, der jetzt in den Wettkampf soll. Aber wir gucken uns erstmal um, bevor wir in den Wettkampf gehen. Ein Baumstamm, auf den ein Gesicht gemalt wurde. Vielleicht ist es irgendein Trainingsgerät. Ein Baumstamm. Okay, was haben wir hier? Den Termitenhügel? Ein Termitenhügel. Die können auch deutlich größer werden. Dieser hier ist ja nicht so beeindruckend. Du bist auch nicht so beeindruckend. Hä? Wer spricht da? Hörst du Stimmen in deinem Kopf? Kein gutes Zeichen. Klappe halten. Hier unten, du Affe. Wer seid ihr? Termiten natürlich. Ach cool. Ihr könnt sprechen? Ist dir das aufgefallen? Uns gibt es seit 100 Millionen Jahren. Warum sollten wir nicht sprechen können? Ihr Affen habt's doch auch gelernt. Wieso Affen? Wir Menschen wurden vor 8000 Jahren von einem unsichtbaren Zauberer erschaffen. Und ihr beherrscht den Planeten? Planeten? Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Lustige Termiten. Rede mit den Termiten. Das machen wir noch. Erstmal gucken wir, was hier noch so ist. Vielleicht hängt ja hier auch noch was rum. Oder Orkhäuptling. Masas, die kennen wir ja auch schon. Betrachte Masas. Es ist ein Fest für sie. Sie genießt es, mir ihre Überlegenheit zu zeigen. Wahrscheinlich. Geh mal noch weiter nach rechts. Hier noch was. Geh in den hinteren Teil des Lagers. Ach so. Das können wir? Wir können. Okay. Wer sind denn die beiden? Ach, hier, der Krämer. Und wer ist das? Wer war das? Okay. Ja. Aber der Krämer ist hier, das ist ja witzig. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Ich hätte jetzt einen Kommentar vom Schild erwartet. Dreh den Schild. Aha. Jetzt haben wir das so ein bisschen gedreht. Betrachte das Ziel. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen. Zumindest von hier. Ja. Gibt es sprechende Kühe? Warum sollte es nicht auch sprechende Ziegen geben? Es ist keine Ziege. Eine Zielscheibe. Ziemlich leicht zu treffen, zumindest. Kannst du mit dem mal reden? Moin. Moin. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Jorge. Ich bin fahrender Händler. Gezwungenermaßen. Wie mein? Ich bin aus Seefels abgehauen. Dachte mir, hier bei den Orks müsste es besser stehen als bei den Menschen. Irgendjemand muss diesen verfluchten Krieg doch gewinnen, oder? Darauf würde ich nicht wetten. Ja, leider. Für einen ehrlichen Händler wie mich lohnt sich selbst Kollaboration mit dem Feind nicht mehr. Okay, warum durftest du hier ins Lager? Was hast du so im Angebot? Wieso durftest du hier einfach so ins Lager und ich musste erst diesen Krempel besorgen? Hey, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin Händler. Händler sind neutral. Und diese vermummte Gestalt? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Häuptling scheint sie zu kennen. Ist kurz vor dir hier angekommen und schleicht seitdem durchs Lager. Ziemlich verdächtig. Nicht nur das. Der Kerl hat mir auch einige höchst seltsame Angebote unterbreitet. Das schmeckt mir nicht. Vielleicht ist er ein Agent der Erzhexe. Ist mir alles egal. Morgen breche ich auf in Richtung Süden. Vielleicht haben die Leute dort noch Gold in den Taschen. Okay, was hast du so im Angebot? Was hast du denn so im Angebot? Was suchst du denn? Eigentlich nichts. Das habe ich. Viel sogar. Genug geredet. Ich habe einen Gnom zu retten. Wenn du meinst. Gut, dann, weiß ich auch nicht. Krämer. Den kennen wir ja schon. Der ist ja da abgehauen. Betrachte Wog. Es ist so eine Art Bratpfanne aus den Ostlanden. Als Kinder sind wir damit die Berge hinuntergesaust. Ach, den können wir auch drehen. Hat das was mit der Sonne irgendwie zu tun? Man strahlt es dahin, dann dahin, bestimmt. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber bestimmt. Dann haben wir den jetzt gedreht. Ja, wo es dann noch hin reflektiert? Hier, die Pfanne, die können wir bestimmt auch noch drehen. Die Pfanne sieht noch recht gut aus. Auch wenn sie bestimmt schon seit Monaten nicht mehr benutzt wurde. Die können wir auch drehen. Machen wir das schon? Nee, wir warten mal ab, bis es dann irgendwie Sinn macht. Ich rede jetzt nochmal mit dem Ork-Häuptling.
Also, wie läuft das mit den Wettkämpfen? Der erste Wettkampf ist die Prüfung der Kraft. Oh, schon wieder Armdrücken? Nein, ihr messt euch in der traditionsreichen Ork-Sportart des Zwergenweitwurfs. Ach so. Ihr stoßt euer Sportgerät, Zwerg, so weit wie ihr nur könnt. Wer ihn weiter stößt, hat gewonnen. Dieser Baumstamm da, ist der Zwerg? Korrekt. Ist doch witzig. Ein sehr guter Versuch. So, was hat er denn da? Ach so, das Messstrumpf. 12 Fuß. Hervorragend. 12 Fuß. Das kann nicht so schwer sein. Gemessen. Ja? Wie wäre es, wenn wir den Wettkampf für mich etwas interessanter gestalten? Ich trete mit Handicap an. Du hast dich an ein Äußeres gewöhnt. Wenn überhaupt, ist es ein Handicap für mich. Das bedeutet, die ehrenvolle Masas erlaubt dir in jeder Disziplin beliebig viele Versuche zu unternehmen, ihre Leistung zu überbieten. Und wenn es dir ein einziges Mal gelingt, hast du in dieser Disziplin sofort gewonnen. Cool. Von mir aus. Her mit dem Zwerg. Na, der ist bestimmt schwer für ihn. Nate. Er kriegt den nicht mal hoch. Scheiße. Okay. Ich habe also beliebig viele Versuche, richtig? Bis die Sonne untergeht. Dann hat der Führende gewonnen. Oh oh. Ich werde das einzig Ehrenvolle tun, das mir in dieser Situation bleibt. Bescheißen, was das Zeug hält. Okay. Ja, total ehrenvoll. Eigentlich gar nicht. So ein schlechter Verlierer. Vielleicht können die Termiten ja helfen. Hey, ihr da. Ah, das Säugetier. Ihr kennt euch doch mit Holz aus. Warum ist dieser Zwergholzstamm so schwer? Ein unsichtbarer Zauberer drückt ihn zum Boden. Das glaube ich nicht. Was erwartest du? Das Ding ist ein massiver Holzstamm. Die sind immer schwer. Könnt ihr den Stamm nicht... Genau. Vielleicht aushöhlen? Klar könnten wir. Aber was bekommen wir dafür? Was wollt ihr denn? Ein Brett, 1784, Chateau Latif. Was ist das? Holz, das im Jahre 1784 zu Weinfässern, Schränken und Särgen verarbeitet wurde. 1784 war ein außergewöhnlich guter Holzjahrgang. Verarscht ihr mich? Wo soll ich sowas finden? Dein Problem. Okay. Könntet ihr nicht bitte einfach so den Zwerg aushöhlen? Da bist du an der falschen Adresse, Affe. Sehen wir aus wie Holzwurm-Sozialistenpack? Schlimmer. Ja, dann, Ich muss weiter. Bis bald, Affe. Müssen wir wohl das Holz besorgen? Mein erster Gedanke war eigentlich zurückzugehen hier in die... nach draußen. Nach unten, wo die Särge und so sind. Weinfässer, Särge. Wo wir die weinende Dingens, Dame und so hatten. In der Gruft. Vielleicht gibt's das ja da. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Oder wir müssen uns was ganz anderes einfallen lassen. Aber ich glaube schon, dass die das machen müssen. Das würde ja echt gut passen. Können wir ins Zelt reingehen? Da waren wir auch noch das nicht. Das ist das größte Zelt hier im Lager. Es dürfte das des Häuptlings sein. Ja. Können wir rein? Ja, können wir. Da ist der Häuptling jetzt drin, ne? Ach, guck mal. Hier ist wieder die komische Figur. Entschuldigung? Spricht nicht. Nate, was tust du hier? Dir deinen kleinen Gnomenhals retten. Ja, dann los. Ich dachte, du wärst vielleicht beeindruckt davon, dass ich mich nicht aus dem Staub gemacht habe. Du hast ernsthaft erwägt, mich hier zurückzulassen? Nein, also nicht direkt zurücklassen. Aber... Es war ziemlich schwierig, hier reinzukommen. Ich musste ein Schwert besorgen und einen Helm und... Und da waren Erdwichtel und Drachen und so. Ich wusste, dass du mich retten kommst. Ja? Ja, du hattest ihn in dir. Die ganze Zeit.
Du brauchtest nur einen guten Grund, um ihn herauszulassen. Wen denn? Dein Heldenmut. Er steckt in jedem. Aber nur die wenigsten trauen sich, ihn zu zeigen. Es ist nicht einfach, ein wahrer Held zu sein. Oh, Wilbur. Schon gut. Binde mich los. Das geht nicht. Ich muss erst den Wettkampf gewinnen. Romantischer Spider-Man-Kurs. Welchen Wettkampf? Ein Kriegerwettkampf zwischen mir und Massas. Du bist der Gewinn. Oh, toll. Mit Heldenmut wird es schon gehen. Ja, sicher. Aber vielleicht... Warte hier auf mich. Nicht mehr lang und ich kann dich mitnehmen. Wenn's optimal läuft, sogar in einem Stück. Aber toll, wir haben Wilbur gefunden. Das ist doch auch schon mal was. Wo ist das Artefakt? Was ist mit dem Artefakt geschehen? Der Ork-Häuptling hat es mir abgenommen und die Kiste dort auf den Haufen geworfen. Wo? Da! Der Häuptling sagt, dass da auf dem Boden sei ein mächtiger Bannzauber, der Diebstahl verhindert. Der dürfte uns Probleme bereiten. Befreien wir dich erst einmal, dann sehen wir weiter. Okay. Hoffentlich geht es Ivo und dem Vieh gut. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, sie können auf sich selbst aufpassen. Alle beide. Ich weiß nicht. In Gefangenschaft bei den Schatten, ganz alleine, gefesselt und geknebelt. Hast du eine Ahnung, wer der Kapuzenträger ist? Weißt du etwas über den Kapuzenmann? Nein, er schleicht hier herum. Scheint kein Ork zu sein. Was tun wir, wenn er ein Agent der Schatten ist? Wenn er das ist, sollten wir uns lieber beeilen und das Artefakt in Sicherheit bringen. Hast recht. Bin gleich wieder da. Beeil dich! Ich muss mal für kleine Diplom-Magier. Ah, ich weiß, glaube ich, sogar, wer der Schattentyp ist. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen dunkel dran, aber ich sag nichts. Betrachte den Spiegel. Das ist einer dieser magischen Spiegel, die mich nicht großartig aussehen lassen. Ich mag spiegelnde Fläche und was mich daraus ansieht. Ja, okay. Spiegel, aber das wäre ja gut zum Reflektieren wieder, ne? Was ist hier? Betrachte den Korb. Wolle und so ein Zeug. Seltsam. Wieso? Überhaupt hätte ich hier mehr abgehackte Köpfe und blutige Breitäxte und solche Dinge erwartet. Kannst du die Wolle mitnehmen? Wir haben noch gar nichts mitgenommen irgendwie. Betrachte das Holzbrett. Was ist das? Ein Brett und ein Lass Zettel. Mich raten, 1700. Der Kuttenträger hat es sich eben auch angesehen, glaube ich. Für die Termiten? Da steht ein 1784er Brett von Chateau sowieso. Das gibt's doch nicht. Verdächtig. Allerdings, hier wird einem normalerweise nichts geschenkt. Vielleicht ist es eine Falle. Irgendetwas sagt mir, dass ich vorsichtig sein und mich lieber beeilen sollte. Wie witzig, dass wir jetzt genau hier das Brett bekommen haben. Aber das löst sich noch auf. Das weiß ich noch. So. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder nicht, jeder will dieses Kästchen haben. Aber erst einmal muss ich mich um Wilburs Befreiung kümmern. Und du kannst da auch nicht reingehen, ne? Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack lasse ich lieber die Finger. Darum soll sich der Herr Diplom-Magier kümmern. Egal, ob das darin wirklich das Artefakt des Schicksals ist oder... Ja, okay. Bababu, was haben wir hier noch? Ach, guck mal, hier ist noch ein Skelett. Können wir uns angucken? Nee, ein Schädel. Hier hängen eine Menge Schädel herum. Dieser hier hat ein Loch. Naja, also eins mehr als die anderen. Was ist in dem Loch? Eine Pfeilspitze aus Stein hat den Schädel durchschlagen. Ich nehme sie mit. Ach gut. Ja, endlich nehmen wir mal was mit. Das brauchen wir bestimmt. So, und dann geben wir den Termiten jetzt... Ach, hier Helme. Termiten das Holz, oder wie? Beim Teutates. Helme. Eine ganze Menge davon. Eine beeindruckende Sammlung, aber sie durfte mir nicht weiterhelfen. Ja, na gut. Dann gehen wir raus. Was haben wir hier jetzt noch vergessen irgendwie? Hier ist auch noch ein Schildpanzer, den wir drehen können. Aber ich gehe jetzt erstmal zu den Termiten. Wo wir das passende Holzstück doch nun mal haben, geben wir das ab. Ein Brett, das im Jahre 1784 in einem Chateau verbaut wurde. Ich finde es immer noch höchst verdächtig, dass ausgerechnet so ein Brett einfach hier rumliegt. Tja, aber genau das machen wir jetzt mal. Hier, euer Chateau-Dingsbrett. Ein
Ein 1784er Chateau Latif. Das ist doch... Oh, das ist es. Das Bouquet, der erdige Duft. Ihr Affen könnt sowas nicht würdigen. Aber Kenner tun alles für so einen außergewöhnlichen Happen. Erspart mir das und hüllt endlich den Zwerg aus, wenn ich bitten dürfte. Wird gemacht. Wir hätten aber auch für dich die Orks ausschalten und den Gnomen befreien. Aber das war wohl zu kompliziert für dein Säugetiergehirn. Kommt, Jungs, bring uns zum Zwerg King Kong. Du bist so ein... Klappe! Ich habe alles unter Kontrolle. Ein Schritt nach dem anderen. Immerhin. So. Ja, was mache ich jetzt? Verlass das Orkladen. Gehen wir da jetzt hin. Haben sie das jetzt gemacht oder nicht? Holzbrett mit Termiten. So, jetzt geht's. Das Ding wiegt mindestens eine Tonne. Es ist ein massiver Stamm und das Holz hat sich mit Wasser vollgesogen. Na dann. Hey Jungs, es gibt Arbeit. In Ordnung. Los, Männer, Angriff! Dass die das immer nicht sehen. Sollte das Gewicht ganz erheblich reduzieren. Haben die natürlich nicht mitbekommen. So, jetzt stoßen wir ein zweites Mal. Mal gucken, wie gut wir sind diesmal. Wenn die Termiten ihren Job richtig gemacht haben, müsste der Stamm jetzt eher meine Kragenweite sein. Hallo, ich bin bereit für meinen zweiten Versuch. Oh, das wird witzig. Wir sind bereit. Die stehen da und warten, sehen nichts. Jawohl. Sehr beeindruckend. Er hat betrogen. Hab ich nicht. Hast du doch. Aber auch das nützt dir nichts. Mein Versuch war noch ein Stück weiter. Oh oh. Wir werden das ausmessen. Ach, der hat ja gar kein Bein. Erstaunlich. Was? 12,5 Fuß. Der Mensch hat gewonnen. Was? Du musst beim ersten Mal falsch gemessen haben, alter Mann. Kann ich. Schweig! Ich bin der Schiedsrichter des Wettkampfes. Und mein Wort ist Gesetz. Der Mensch hat mit 1,5 Fuß gewonnen. Der nächste Wettkampf ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Du warst auch gut. Für eine Frau. Aha. Glück muss man haben. Ja, war nicht nur Glück. Betrachte den Zwerg. Ja. Können wir nochmal mit den Termiten reden? Uns bedanken oder so? Nö, okay. Zickigen Termiten. Die sind witzig. Eine Traumweite. Hoffentlich schauen sich Massas und der Häuptling das Ding nicht genauer an, bis ich weit, weit weg bin. Ich glaube auch. So, jetzt stehen die hier. Was ist jetzt los? Bogenschießen? Sie stinksauer. Sie vermutet Betrug, aber die Socken beweisen das Gegenteil. Hallo, Sonnenschein. Verschwinde! Oder willst du aufgeben? Ich doch nicht. Okay. Ich glaube, ich habe eine blasse Idee davon, was der nächste Wettkampf sein könnte. Es ist die Prüfung der Geschicklichkeit. Bogenschießen. Ui, wie funktioniert das? Du musst einen Pfeil von hier aus ins Schwarze schießen. Ach, wirklich? Geh aus dem Weg, Schwätzer. Dieses Mal wird dich niemand retten. Ich treffe jedes Ziel. Zehn Punkte für Massas. Du bist an der Reihe, Mensch. Ich habe keinen Bogen. Ein Krieger ohne Bogen? Ich schlage vor, du besorgst dir einen. Und wo du dabei bist, auch gleich noch Pfeile, ein scharfes Auge und eine ruhige Hand. Und Ohrenstöpsel. Nicht, dass sie einfach ihren Bogen auch ihm mal eben geben könnte. Jetzt muss er sich natürlich extra wieder einen besorgen. Oh Gott. Ja, was haben wir denn? Wir haben zumindest schon mal eine Pfeilspitze. Wir können die Schilder bestimmt drehen, damit sie geblendet wird oder so. Oder damit wir unseren Pfeil reinkriegen und der da irgendwie abpfeffert oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ein vorderer Teil. Wie bauen wir uns denn jetzt mal einen Bogen? Vielleicht kann uns Wilbur helfen. Ich sollte ihn schleunigst befreien. Ich kann ihn nicht hängen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der lacht da auch.
Ach, schön. Ich sollte ihn schleunigen. Ich kann ihn nicht. Doofen Wortwitze, echt. Ach, schön. Der Häuptling behauptet, das sei ein mächtiger Bannkreis. Von diesem Magier-Schnickschnack. Da können wir also nichts machen. Und die Pfeilspitze haben wir hier auch schon bekommen. Hier muss doch noch irgendwie Kram rumliegen. Irgendwas, was ich übersehen habe. Wir brauchen halt einen Bogen. Gib mal einen Bogen. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Ich habe keinen Bogen. Wie viele Disziplinen muss ich gewinnen? Muss ich Massas in 2 von 3 Disziplinen schlagen, um den Wettkampf zu gewinnen? Wenn du 2 von 3 Disziplinen gewinnst, gehört dir der Preis zu 2 Dritteln. Massas kann sich aussuchen, welches Drittel sie behält. Großartig. Mhm, toll. Wer garantiert mir, dass Massas uns gehen lässt, sobald ich gewonnen habe? Niemand. Solange der Wettkampf läuft, schützt dich unsere Tradition und die Ehre der Krieger. Und sobald der Wettkampf vorüber ist? Heißt es Kriegerin gegen Weichei. Alles klar. Warum benutzen beim Bogenschießen nicht alle denselben Bogen? Bei allen Göttern, was für ein Krieger bist du denn? Krieger, die ihre Waffen teilen sollen? Niemals! Dann komme ich wieder, wenn ich Pfeil und Bogen organisiert habe. So sei es. Oh Mann, okay. Das Zelt, in dem Wilbo hängt, ist deins, oder? Allerdings. Lass ja die Finger von meinen Sachen, verstanden? Mich interessieren nur der Gnom und die Kiste, die er bei sich hatte. Den Gnom bekommst du, solltest du den Wettkampf gewinnen. Aber die Kiste bleibt hier. Ich habe sie gefunden. Wilbur hatte sie bei sich. Und genau da habe ich sie gefunden. Das war ein Unfug. Echt. Bis später dann. Ah. Auf bald, Krieger. So ein Schwachsinn. Okay, wir können die Dinger drehen. Ja, wo kriegen wir den Bogen her? Das muss ja zuerst mal organisiert werden. Hier, der Krämer ist jetzt wieder da. Und da hinten ist wieder der Typ. Moin. Servus. Vielleicht hat er einen Bogen. Hast du einen Bogen und vielleicht zielsuchende Pfeile im Angebot? Ich habe keine Bögen. Und hätte ich zielsuchende Pfeile, hättest du sie längst im Rücken. Ich mag keine Unhöflichkeiten. Okay. Genug geredet, ich habe einen Gnom zu retten. Wenn du meinst. Dass er auch noch Wilbur gar nicht mitgekriegt hat, ist eigentlich witzig. Dabei kennen die sich doch. Vielleicht kommt das ja noch. Können wir mal jetzt mit der Gestalt reden? Grüße, Fremder. Macht einfach mal nur Geräusche. Wer bist du? Warum schleichst du hier herum? Das geht dich nichts an. Bist du sowas wie ein Spion? Nein. Willst du mir etwas verkaufen? Vielleicht ein E? Nein. Ich brauche einen Bogen und einen Pfeil. Hast du vielleicht sowas? Ich kann dir einen Bogen besorgen. Tatsächlich? Was willst du dafür? Nichts. Wie ungewöhnlich großzügig. Geh zum Krämer und sag ihm, dass du 98 Kupferkessel kaufen willst. Der Preis spielt keine Rolle. Warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Okay. Das ist lustig. Man läuft sich bestimmt wieder über den Weg. Wie mysteriös cool da aussieht. Ja, wir gehen einfach mit dem coolen Nate wieder weg. Fragen den Hallo, du solltest nicht ganz weggehen. Du solltest eigentlich den Krämer ansprechen. Das machen wir jetzt nochmal eben. Ist die Zeit auch schon wieder rum. Moin. Moin. Servus. So. Ich würde gerne Kupferkessel kaufen. Toll. Wie du siehst, habe ich eine breite Auswahl verschiedener Kessel. Ich brauche 98. 98 Kupferkessel? Das wäre nicht gerade billig. Gold spielt keine Rolle. Meine Auftraggeber haben mehr als genug davon. Verstehe. Ich würde dir wirklich gerne das Gold aus den Taschen ziehen. Aber ich habe nicht einmal einen einzigen verdammten Kessel. Schade. Allerdings. Okay. Genug geredet. Ich habe einen Gnom. Wenn du meinst. Ach, kümmern wir uns im nächsten Part darum, um die 98 Kupferkessel und die mysteriöse Gestalt, die uns den Auftrag gegeben hat.
Aber gut, wenn er Pfeil und Bogen besorgt, ist das wohl der nächste Plan. Whatever. Wir sehen uns und hören uns in diesem Part von The Book of Unwritten Tales, Leute. Bis dann.